Jo, leiser. Yes, baby. Yes. Okay, start. Okay. So. Hallo, herzlich willkommen von der Anlage auf Titran Rohrbur hier auf Roja. Und hier beginnt heute der Big Five Cup. I'm Magnar Jonsson, one of the owner of this harbor, this place, the fishing camp. I wish you all welcome and good luck with the contest. Ja, und ich bin auch mit dabei und guck so ein bisschen, was die Leute an Montage machen. Alles hilft ihnen da ein bisschen bei. Wir unterstützen sie so allgemein. Haben eine ganz tolle Anlage vor Ort und das wird eine geile Zeit. Ja, und wie die Truppe sich macht und wer den Big Five Cup gewinnt, das werdet ihr in diesem Filmchen sehen. Hier auf der Titran Rohrbur-Anlage zum Big Five Noe Cup 2023. Die Geburtsstunde quasi, der erste Cup in dieser Art und Weise, der von KJ Angelsport und der KJ Angelschule durchgeführt wird. Wir hoffen natürlich auf 10 geile Tage zusammen, in denen wir auch tolle Big Five Fische zusammenbekommen. Und wir sind schon ganz, ganz gespannt darauf, welches Boot hier am Ende das Rennen macht und wer wohl welchen der Big Five gefangen hat, der als kapitalsten gilt. Wir drücken euch allen Leuten und allen Booten gleichermaßen die Daumen. Fisch rein. Jo, leiser. Yes, baby. Ah, die kommen so geil, die Bisse, ey. Hammer. Knapp über den Grund, Fred. Leiser. Ein kleiner Dorsch. Und weg mit dir. Sehr geil. Yes. Ja, Fred hat auch einen dran. Super. Geil. So, Freddy ist wieder im Drill. Carsten schon wieder am Drillen. Jo. Ich habe mir mal einen Filter für dich gemacht. Den Korn-C Hook, Circle Hooks einzuhaken. Flattert schön am Pilker. Beim Runterlassen direkt eingeschlagen. Nicht weltbewegendes. Aber erstmal die Methode versucht und gleich einen dran. Das ist immer geil, wenn man gleich Erfolg hat. Das Setting funktioniert richtig geil. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz großen Dank an Okuma, die mir die Volterra und die Kavala hier zur Verfügung gestellt haben. Wirklich geile Kombo. Danke an Fred, der immer so schnell und fleißig die Kamera anmacht. Ich komm gar nicht zum Angeln. Oh, das stimmt auch nicht. Nein, wir haben ja alle unsere Fische heute, ist alles gut. Heute haben wir wenigstens ein bisschen ruhiger, da können wir auch mal mehr machen, ne? Aber schöne.
Guck mal, Leute. Da sieht man das auch. Wie die greifen, ne? Nein! Nein! Fuck! Ich lasse es nicht. Boah! Ach nee! Ja! Ja, sauber, ja. Petri! Yes! Beide im Drill, Fische im Mittelwasser. Meine war bis ganz tiefer. Ja. Da kommt. Oh, Leute, ist es. Oh. Ein Köhler. Ein Köhler da. Also kein Kindergeburtstag hier, ne? Ja, Leute, während die anderen Teams draußen um Plätze kämpfen, kämpfen ist aber eigentlich so viel gesagt, das ist eine ganz gut coole Truppe, Spaß steht im Vordergrund, machen Carsten und ich natürlich auch eine schöne Zeit. Schon große Dorsche gefangen. Was uns jetzt noch fehlt, Längen, das versuchen wir gerade. Da wir auch noch ein paar Fische mitnehmen wollen, angeln wir heute mal ein bisschen tiefer. Mal gucken, was passiert. Aber Arm ausschütteln. Ich glaube, der ist größer, Carsten. Ja, ich beeil mich. Wir sind wieder im Berg hoch. Oh, was ist da dran, Alter? Wiesenlump. Geh mal vom Haus an das Dorsch. Oder Freddy? Kaputt auf keinen Fall. Macht schon Spaß, dann halten wir noch im Wasser. Alter Mann, ich helfe dir gleich, mein Freund. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, ob man so einen alten Ossi dissen kann. Gerade ich, der so voller Empathie strotzt. Vielleicht kommt ein Alge hoch. Also ich denke, ich schätze auf den Stickling. Barsch. Oh, ein kleiner Barsch, ne? Da kommt er. Oh ja. Der Uder wirft schon seinen Schatten. Der ist gut. Der ist. Oh, Leng! Ein richtig guter Leng. Carsten, landest du mal an, bitte? Ah, ja. Das ist mein erster großer Leng. Hier gibt es auch keine großen, denke ich. Carsten. Ja, der ist voll weggenagelt, ne? Der geht schon, ne? Ja. Ja.
10 Tage Big Five Cup sind vorbei. Wir haben, glaube ich, alle jede Menge Spaß gehabt. Die eine oder andere Gruppe hat richtig Gas gegeben. Die eine oder andere etwas ältere Gruppe hat den Jungen den Vortritt gelassen, hat gesagt, wir machen das ganz gemacht. Wieder diese Altersdiskriminierung. Die Preise sollen mal weggehen an die Jüngeren. Und ja, alles in allem hat es mir persönlich als Veranstalter sehr, sehr gut gefallen. Also wir sind hier auf der Anlage Titan Rohrbur auf Froda. Und Magna und Nils sind die Besitzer des Camps, die das hier ermöglicht haben, zusammen mit Kajo Angelsport. Und da haben wir den Johann. Johann ist die gute Seele des Camps. Hallo Johann. Hey Johann. Der sich hier mal fleißig kümmert und an so schönen Tagen wie diesen leider nichts fängt. Aber dafür hat sein Chef ja einen schönen Halbmond gefangen heute. Ich möchte nun erst einmal mich bei allen Teilnehmern bedanken für wirklich sehr geile 10 Tage. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. 2024 hoffe ich, den einen oder anderen von euch wiederzusehen. Und in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer. Hey. Ach, so. Boah, ihr drei bekommt jeweils eine Azoris-Spinnrute, Jig-Spinnrute von Okuma. Die habe ich auch die ganze Woche gefischt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist eine schöne, hochwertige Route aus dem Hause Okuma und da wünsche ich euch ganz viel Spaß mit. Dankeschön. Und nochmal einen dicken Applaus für Platz 3. Danke. Super, klasse. Wir haben den Zweitplatzierten. Pollack 88, Köhler 102, Dorsch 98, Länge 158, Boot 5, Mario Schmidt, Anja Schmidt und Markus Müller. Die Abräumer. Sehr geil. Profi. Das Team MAN. Erstmal Ladies First. Glückwunsch nochmal. Ja, wusste ich. Kommt wieder, liebe Mal, der Vogel. Schön, dass ihr dabei wart. Nicht so. Da kommt Team MAN. Sehr schön. Ich darf euch eure Okuma Sol Terrasse überreichen. Dankeschön. Danke. Und ich darf euch eure Rollen überreichen. Jetzt wird's schwierig, ne? Jetzt schwierig. Das schafft ihr. Ihr müsst doch mal 5 Minuten loslassen. Ja, damit wir wieder nach so vielen Jahren. Ich fände das umso schwerer. Nee, immer noch schwer. 446 Punkte. Bravo! Komm hier. Johann! So. Jetzt bitte ich auf jeden Fall Magna einmal mit nach vorne. Kommen wir zu den Gewinnern. The Winner. Wir hatten hier also einen super starken Zweikampf. Das Boot 5, Mario Schmidt, Anja Schmidt und Markus Müller, MAM, haben sich mit dem Boot 2 einen Mega-Zweikampf geliefert. Hauchring aneinander. Das Boot Schmidt bzw. der MAM hat also auf den letzten Metern nochmal ordentlich aufgeholt, bis auf 2 cm. Boah. Und diese 2 cm können im Leben ganz wenig sein, können aber auch ganz, ganz viel sein. Boah, ich hätte ihn platt getreten, bis an 3 cm. Und darum nenne ich einmal die Fische von dem Gewinnerteam Boot 2. Pollack 82 cm, Köhler 100 cm, Dorsch 104 und Länge 162 gehen ebenfalls mit in die Wertung. Und somit haben wir hier 448 Punkte. Bravo! Platz 1 steht nach vorne! Hey. Glückwunsch! Okay. Wir haben hier ein Zweierteam, das heute gewinnt. Und dementsprechend bitte ich den Besitzer der Anlage Magna einmal die Übergabe zu machen. Die beiden gewinnen jeweils gemeinsam eine Woche Titan Rohrbur mit Wohnung, mit einem Boot dazu für bis zu 6 Personen. Das ist also ein super geiler Preis und deswegen sage ich nochmal hier vielen, vielen Dank an Titan Rohrbur und dann feiern wir hier unseren Gastgeber mit einem dreifach kräftigen Petri! Hi. Petri! Hi. Petri! Hi. Danke! Bitte. Sehr schön. Zusätzlich gibt es noch ein Titan Rohrbur T-Shirt. No, but the size, you can swap them if the size is not correct. Ja, super.
So, das obligatorische Gewinnerfoto natürlich. Komm, ich nehme mal in die Mitte. Und Magna? Ja, genau. Strong Sun hier. Die Gewinner vom Big Five Norway Cup 2023, Lars und Michael. Frittenalarm! Was für ein geiles Ding. Das zweite PB diese Woche. Guck, wir sind einmal hochgehalten. Ja, guckt euch an. Was hat er jetzt gehabt? 1,46 oder was? Ja. Ja, ne? Mega stark. Geile Fische. Und also, wo kann man 2024 solche Fische fangen? Beim Big Five Cup, wo denn sonst? Ganz genau. Und wer ist dabei? Na, der Fred Kutowski zum Beispiel. Und der Carsten Bruns. So sieht's aus. 18.03.2024 bis 28.03. Big Five Cup auf Titran bzw. Froja, Titran Rohrbur, Havik Center. Mega geil. Dickes, dickes Petri, Fred. Danke. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße Helga. Hallo Helga. Das sind aber keine Verstäbchen. Leute, guckt ihn euch an. Das war der Big Five Norwegen Cup 2023 hier auf der Anlage Titan Rohrbur auf Froja. Und ja, ich übergebe das Wort an unseren Gastgeber hier, an Magna von der Anlage. Yes. The cup has been successfully finished, it's over, all the prizes have been given out. I wish everybody a safe trip home and welcome back next year. And hopefully more people will come next year. Ja Leute, und er hat es schon angekündigt. Was heißt das? 2024 werden wir wieder im März vor Ort sein und alle Infos bekommt ihr bei KU Angelsport, bei Carsten auf der Seite, auf meiner Seite und bei Lars bestimmt auch. Wir sehen uns. 2024, im März geht's wieder los. Ab übernächste Woche kommen die Infos. Dankeschön fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns alle 2024 wieder. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Here we go.